Der wichtigste britische Literaturpreis geht dieses Jahr an einen Jamaikaner. Die Jury des renommierten Man Booker Preises ehrt den Schriftsteller Marlon James für sein teilweise auf Kreolisch verfasstes Buch A Brief History of Seven Killings. Es beschreibt einen Mordversuch an Bob Marley im Jahr 1976 und den Aufschwung des Drogenhandels auf der Insel. Eine deutsche Fassung gibt es noch nicht.